Binos Backstube und heute werden wir ein Brot backen, ein Brot, ein deutsches Brot werden wir backen. Und dieses Brot machen wir aus Brotteig. Wie wir den Brotteig zubereiten, das werden wir heute in Binos Backstube erfahren. Dann schauen wir mal, was wir dazu alles brauchen in Binos Backstube. Ja, also, ja, tschüss. Also ja, ich bin Bino, euer heutiger Bäcker. Wir werden also gleich mal beginnen, ein Brot zu backen. Und dieses Brot besteht aus vielen verschiedenen Zutaten. Gehen wir zu den Zutaten. Ja, kommen wir zu den Zutaten. Zutaten hätten wir natürlich ein Mehl. Ein Mehl brauchen wir, ein Mehl. Ja, scheiße, ist mir jetzt die Milch ausgekippt. Wir brauchen dann auch ein bisschen Milch. Ja, Milch brauchen wir ein bisschen. Dann brauchen wir ein bisschen Hefe. Hefe, ja, Hefe. Dann brauchen wir noch ein bisschen eine Sauerteigkultur. Ja, Sauerteig. Dann brauchen wir ein bisschen... Was ist ganz wichtig? Ja, ein bisschen Wasser. Hier werden wir nachher Wasser hineintun. Ich sage dann auch noch, wie viel, ja? Ja, okay, Wasser. Kommt dann. So, brauchen wir so gewisse Haken. Brauchen wir einen Haken. Am besten ist, wir nehmen zwei Haken. Die sind, ja, diese Haken... Da brauchen wir eine Maschine, eine Hakenmaschine. Ja, ich zeige jetzt mal diese Hakenmaschine. Jetzt, ich hole diese Hakenmaschine und dann werde ich mal erklären, was an dieser Hakenmaschine so wichtig ist. Ja? So, also, Hakenmaschine. Hakenmaschine, meine lieben Brotbackfreunde, ist natürlich keine alltägliche Hakenmaschine. Es ist eine AK-Unifix. Und mit einem AK-Unifix-Stecker. AK-Unifix-Maschine hat natürlich mehrere Geschwindigkeiten. Die benötigen wir auch unbedingt. So, dann hat sie Löcher. Diese Löcher sind die Aufnahme, haben die Aufnahmefunktion für die Haken. Für diese Haken, mit denen wir nachher den Teig kneten werden. So. Das Besondere an dieser AK-Unifix ist, dass diese Maschine unbedingt ein Alter haben muss von 45 Jahren. Weil wir backen ein altbackenes Brot. Altbackenes Brot schmeckt viel besser als ganz frisches Brot. Natürlich, frisches Brot duftet außergewöhnlich, aber ein altbackenes Brot hat ein viel besseres Aroma. Und diese Maschine stammt aus Ostdeutschland. Viele Ossis wissen eine AK-Unifix zu schätzen. Es gab keine andere, ja, zu dieser Zeit, aber diese AK-Unifix hat die Zeit überdauert. Möglicherweise überdauert sie auch Klimawandel. Das Besondere an dieser AK-Fix ist, sie arbeitet und arbeitet und arbeitet. Sie kommt aus der ehemaligen DDR. Das heißt übersetzt, der Roboter heißt DDR. Was dem Russischen noch mächtig war oder ist, weiß, der Roboter heißt DDR. Jetzt haben wir diese AK-Unifix, die brauchen wir nachher unbedingt als Knetmaschine, diese Hakenmaschine. Ja? So, AK-Unifix, 45 Jahre alt. Und diese AK-Unifix überdauert sogar die Frau Merkel. Ja, ja, überdauert die Frau Merkel. Und diese Maschine hat sogar den Mauerfall überdauert. Ja,
den Mauerfall hat sie überdauert. Also AK Unifix wird nicht mehr hergestellt. Nein. Diese Maschine bekommen Sie nicht mehr im Handel. Nur noch in wenigen Haushaltbesitztümern. Also diese Maschine zu schätzen wissen. Ja. Ja. So, liebe Brotbackfreunde, jetzt haben wir natürlich von Bino, dem Brotbäcker, erfahren, welche Zutaten wir benötigen und welche Maschine ganz wichtig und essentiell ist für die Knetfunktion, also um den Brotteig letztendlich zu kneten. Schauen wir zu, wie er jetzt die einzelnen Zutaten verwendet, um letztendlich einen Brotteig zu erhalten. Ich hatte vergessen, wir brauchen noch zwei kleine Schüsselchen, um die Hefe und den Sauerteig darin anzusetzen. Zunächst einmal werden wir die Sauerteigkultur vorsichtig öffnen. Dazu benutzen wir eine Haushaltsschere. Natürlich kann man auch jede andere Schere benutzen, die Fußnagelschere, die Fingernagelschere oder aber auch eine Gartenschere. So, diese Sauerteigkultur ist zunächst eine trockene Masse mit vielen Abermillionen und Trillionen Sauerteigbakterien. Da ist eine. Eine der Sauerteigbakterien. Jetzt werden wir diese Sauerteigbakterie mit Wasser übergießen. Man hört sie natürlich nicht schreien, sie sind viel zu klein dafür. Das Wasser muss natürlich lauwarm sein, körperwarm. Ja, Sie können das Wasser die ganze Nacht am Körper aufbewahren, damit das Körper Wärme bekommt. So, jetzt noch ein bisschen Milch dazu. Die Sauerteigbakterien, sie lieben die Milch. Ach, sie lieben die Milch. Irgendein Werkzeug. Ja, so brauchen wir noch verschiedene Werkzeuge. Und so werden wir jetzt diese Bakterien ein bisschen durcheinander bringen. Das riecht schon sauer. Kommt ein Gast in das Restaurant und sagt, Herr Ober, ich möchte bitte Sauerkraut. Der Ober bringt das Sauerkraut und der Gast wird den ersten Löffel Sauerkraut nehmen. Und dann sagt er, Herr Ober, das Sauerkraut ist ja gar nicht sauer. Ja, sagt der Ober, das ist ja auch kein Sauerkraut, das sind Nudeln. Für Nudeln sind sie sauer genug. Jetzt haben wir natürlich die Hefe. Zerbröseln wir die Hefe in kleine Brösel. Ja, können wir durchaus mit der Hand machen. So, und so, dass wir also Hefebrösel haben. Entscheidend ist, dass die Hefebrösel auch ein bisschen mit Milch gefüttert werden. Das mögen die. Und ein bisschen lauwarmes Wasser dazu. Meine Lieben, kommen wir zu einem wichtigen Thema. Während jetzt die Sauerteigkulturen, die Hefe, sich in der warmen Milch baden und ahlen, haben wir noch etwas Zeit, weil sie müssen sich entwickeln. Haben wir uns Gedanken gemacht, wo wir den Teig zubereiten? Ha? Haben wir? Nein, haben wir nicht. Aber ich habe. So. Und wir brauchen dazu eine Schüssel, weil wir können das Mehl nicht in der Luft rühren oder kneten. Die Schüssel hat einen Boden. Sie ist ringsherum mit Schüssel überzogen. Der Schüsselboden nicht wäre, würde ja das Mehl unten rausfallen. Schüsselboden. Und natürlich muss die Schüssel ringsherum mit Schüsselmaterial ausgestattet sein. Das ergibt insgesamt eine Schüssel. So, in diese Schüssel geben wir nachher die Zutaten insgesamt hinein und werden das mit unserer AK Fix zu einem Teig verrühren. Jetzt Obacht, wir beginnen mit der Arbeit für den Teig. Wir haben hier das Mehl, es ist natürlich ein Roggenmehl. Ja. Es ist ein altbackenes Roggenmehl für altbackenes Brot. Ja. Ich werde noch ein bisschen Salz organisieren, Salz in der Suppe,
aber wir haben Salz im Brot. Dann nehmen wir von diesem bisschen Salz ein Prischen. Weiß natürlich keine Sau, was da drin ist. Es könnte sein Bohnenkraut oder Thymian oder Salbei. Ich nehme davon ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen, kleines bisschen. Ja, wir sind in der Türkei. Was gibt es in der Türkei? Kümmel. Kümmel in der Türkei. Da ist der Kümmel, den tue ich jetzt hier hinein. So gut. Dann wir geben ein bisschen mehr Kümmel hinein. Ich habe hier auf dem Balkon etwas Thymian gefunden. Bergthymian. Nicht einen Bergthymian, sondern Berg vom Thymian. Ja, nicht also einen Bergthymian hineintun. Ha, ein bisschen Chili. So, scharfer Chili. Sehr gern trinkt man zum Brot, ein bisschen Brot, auch ein Tässchen Kaffee. Aber manchmal hat man keine Zeit dafür. Ich tue ein bisschen Kaffee ins Brot hinein. Den Sauerteig dazu. Schaut mal, der ist ein Sauerteig. Im Hintergrund hört man schon die AK-Fix-Maschine warm laufen. Also, diese Maschine läuft und läuft und läuft und läuft. Der Teig sollte, wenn er gut geknetet ist und die Konsistenz, also die Flüssigkeit, Menge, Wasser, Milch etc., die richtige Menge hat, dann sollte sich dieser Teig leicht von den Haken lösen. Er sollte aber auch leicht sich vom Schüsselboden lösen. So. Zu guter Letzt werden wir den Teig noch ein bisschen mit der Hand bearbeiten, für unsere positive Energie in den Teig fließen lassen. Bäh, jetzt muss ich mir doch die Finger waschen. Wir haben ihn drangsaliert, genug drangsaliert. Jetzt decken wir ihn zu mit einem feuchten Tuch. Schaffen ihn an einen warmen Platz. Unser warmer Platz ist auf dem Backofen. Die Zeit mit anderen Dingen vertreiben und dann schauen wir mal nach dem Teig. Der Teig ist gegangen, die Bäume schlagen. Nein, das ist ein anderes Lied. Wir haben jetzt hier eine Brotbackform. Eine sogenannte Springform. Sie springt aber nicht von alleine, nein, sondern sie hat hier diesen Sprunghebel. Da kann man den Deckel rausnehmen. Kennt ihr doch, muss ich nicht erklären. So. Das ist aber heute meine Brotbackform. Da tue ich jetzt den Teig hinein. Vorher schmiere ich das aber hier mit etwas Öl aus. Ja, das mag der Teig. Und ja, ich habe ihn gefragt, Öl mag er absolut. So, jetzt, das ist also eine Springform und da tue ich, wir haben den kleinen Einwand gehört, das wäre eine Kuchenform. Das ist natürlich ein Gerücht, ein eklatantes Gerücht. Das ist eine Backform für mein Brot. So, da tue ich jetzt den Teig hinein und dann werden wir das Ganze in den vorgeheizten Ofen hineintun. Ja, für weitere Zeit von ungefähr 35 bis 40 Minuten. Aber dazu später. Erstmal den Teig da hinein.
Da tue ich jetzt den Teig hinein. Ich habe also diesen Teig in diese Form gegeben. Jetzt tun wir diesen Teig in unseren Backofen. Kleines Problem an die Netzgemeinde, an die Besitzer der AK Unifix Küchenmaschine. Dieses Teil funktioniert bei uns nicht mehr. Warum? Das ist ausgeleiert. Wenn irgendjemand auf dieser Welt dieses Teil besitzt, gibt es sogar noch jemanden, der in einem Lager dieses Ersatzteil uns zur Verfügung stellen kann, damit wir weiterhin unsere AK Unifix benutzen können. Natürlich unsere Maschine wieder um ein ganzes Stück aufwerten und wir könnten wieder mixen und pürieren mit der AK Unifix Küchenmaschine. Rundherum ein fantastisches Brot. Hört ihr das, wie das die Kruste knusprig, kross? Schaut mal. Ja? So. So, meine Lieben, das war's aus diesem Brotbackstube. Das nächste Mal werden wir vielleicht etwas anderes backen. Unter Türen noch Klöße machen und dann wünsche ich euch fröhliches Brotbacken. Nach dem Motto, unser tägliches Brot backt uns heute. Tschüss, euer Bino.